So, wir finden uns hier in Capena. Das ist ein kleiner Staat außerhalb Rom. Und in diesem kleinen Stadt versteckt sich ein Schatz. Und diesen Schatz ist ein kleines Mittelalter Dorf vom 12. Jahrhundert. Es war ein altes Kloster mit verschiedenen kleinen Häusern. Es war ganz schön. Vor dem Krieg, es war auch noch ganz. Nach dem Krieg wurde auch bombardiert und gab auch noch viele Plätze, die wurden verlassen, deswegen. Und in den 60er Jahren wurde von Privaten dann gekauft. Und diesen Privaten in der Zeit haben die das komplett alles wieder renoviert und organisiert. Und einer von denen ist auch meine Oma gewesen, Rosina Wachtmeister. Die hat aus ihrer Kunstarbeit einen Platz gefunden. Also es ist diesen Rocker, diesen Mittelalter-Platz. Und ich habe danke ihre Kunst und danke die ganzen Geschichte, habe ich einem Keramikstudium abgeschlossen. Und das habe ich in Deutschland gemacht. Und es war sehr schön, weil habe ich ja da meine Erfahrung gemacht. Ich war von 14 bis 21 in Deutschland. Und da habe ich das ganzen Geheimnisse von dem Keramik entdeckt. Wobei kann man sagen, kann man nie aufhören zu lernen. Und in Capena, in Via Dante Alighieri, habe ich meine kleine Werkstatt aufgemacht. Und hier habe ich meine Kreativität rausgelassen. Und ich zeige das auch an die Leute. Ich mache Keramikkurse. Und diese Keramikwerkstatt ist für diesen Platz, für Capena, eine Quelle für kreatives Sachen zu machen, ne? Wo wir einfach jetzt die Schule haben, wo die Leute von Capena mitmachen. Und die haben einen riesigen Eindruck bekommen, weil da kommt wirklich was raus von den Leuten. Man sieht, dass die Leute sich immer mehr interessieren und dass einfach das Kunst in sich auch, sagen wir so, das Welt retten kann. Weil die Kreativität, die jeder Mensch hat, muss rausgezogen haben. Und das Ton und Töpfern oder Modellieren oder bestimmt viele andere Sachen machen, es bringt dich dann auf diese Kreativität Schuss. Und das ist einfach fantastisch. Hier, wir werden noch die Kurse von Leuten, die aus der ganzen Welt kommen aus Deutschland, aus Australien, aus Frankreich. Und da werden wir durch einen Kurs für Raku-Brände ein Objekt realisieren. Und dann werden wir das Objekt noch malen und dann auf Raku-Technik brennen. Raku-Keramik ist eine ganz alte Technik. Es ist ursprünglich vom 2. Jahrhundert bevor Christus, das heißt über 4000 Jahre alt. Es ist eine Technik, die wurde in Japan entdeckt und mit der Zeit hat sich in der ganzen Welt verteilt. Was heißt, es gibt große Künstler, die haben das Technik gelernt und die haben das überall in der ganzen Welt vertrieben und gebracht. Mein Künstler ist in Deruta und in Deutschland, wo ich die ganzen Idee und das ganze Projekt Raku gebracht habe. Raku ist eine Technik, wo das ganze Unbewusst kommt raus von das Objekt. Es ist unmöglich, einen gleichen Objekt zu haben, aber man kann das orientieren. Man kann das Ungenauigkeit so rausbringen mit einer Vergoldung, mit einer Linie Gold, dass das evidenziert, das zeigt, dass praktisch das Ungenauigkeit unsere positives Part ist, unsere schöne Seite, ne, von uns ist.
jeden Abend gibt es ja kleine Veranstaltungen. Und da sind die Leute im Sommer, treffen sich im Platz. Das Garten von Rosina ist ein Platz, der seit über 40 Jahren in Aufbau ist und wechselt immer Jahre nach Jahre. Es ist ein Kunstwerk, der jeden Tag sich selbst ändert. Ne? Weil da kommen auch noch die Zeitjahren, die bringen dann ihre Charakteristik drinnen. Und dann kommt das Kunst, was immer neu gemacht wird in diesem Platz, wie die Kunstwerke, die ausgestellt sind, wie die Ziegenbocke, wie die Mosaike, die überall zu sehen sind. Ich lade euch ein für den Kurs und ihr seid herzlich willkommen in Capena für die Keramikkurse. Und das Ganze wird sich dann in einem Rahmen von einem wunderschönen Ecke wie Capena ist, mit einem Mittelalterdorf und das auch mit ihren Möglichkeiten, auch hier zu schlafen. Wir haben verschiedene Appartementen und dann werden wir auch noch mit Eventen im Abend und Restauranten auch in den ganzen Ecke in Verfügung stehen. Und meine Idee ist, dass das Welt einfach schöner sein muss.